Grüße. Nur kurz, falls du dich für meine Karten interessierst und sie vielleicht erwerben möchtest oder mehr darüber wissen willst, hier am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen, ganz kurzen Trailer dazu gemacht. In diesem Sinne, bis gleich, habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Sonntag, den 7.8.22. Erst einmal tut mir leid, dass die Tagesenergie gestern so spät kam, aber ganz ehrlich, 5 Sekunden bevor ich es hochladen konnte, ist mir das Internet abgekackt. Und ich war noch nicht so weit, dass es, wenn es wieder da ist, automatisch hochlädt. Ich habe bis um 3 Uhr morgens gewartet, obwohl ich heute arbeiten musste. Aber es ging nicht mehr rauf. Ja, mein, dann ist es so. Und da ich es arbeiten musste, konnte ich es auch erst Mittag hochladen. Also, war der Wurm drin. Aber mein, ist halt so, kann man nicht ändern. So, wir kommen zum Sonntag. Wir haben Kummer und Schmerz. Im Hier und Jetzt. Spiritualität oder Lebensgestaltung und Lügen. Okay. Also hier ist ein, meines Erachtens noch ein Erkennen, was Kummer und Schmerz bringt, wenn man die Lebensgestaltung merkt, das sind die Grundlage meiner Lebensgestaltung, sind mit Lügen verknüpft. Und das ist natürlich nie schön. Der Kummer und Schmerz, oh wow, der bringt natürlich hier richtig. Also das sind die zwei Powerkarten bei mir im Negativen und die liegen nebeneinander. Also das ist Power. Das ist... wenn jetzt die Grundlage deines Lebens deine Ehe ist, hier richtig Ehekrieg, aber richtig. Ja, hier wird uns geraten, bleib in der Liebe, bleib im Spaß. Ja, das ist nicht so lustig, nicht so schöner Spaß hier. Im Hier und Jetzt ist eine Entscheidung fällig. Ja, und das ist halt das, warum du den Kummer und Schmerz so powerful siehst. Das werden bestimmt nicht alle so powerful erleben. Es wird halt morgen ein Tag sein, für viele da... prickelt es in der Luft. Und dann liegt es halt jeder, wirklich hin bei jedem, wie weit er das gehen lässt. Ob man sich dann mal, wenn es jetzt ein Ehekrieg ist oder so, mal, auch mal ein paar Stunden aus dem Weg geht. Oder. Aber morgen wird es krachen, wenn man hier wirklich Lügen hat. Wenn man seine Lebensgestaltung, man merkt, es passt nicht mehr. Und da kann es, so wie es jetzt da liegt, kann es in allem sein. Also das kann in der Ehe sein, das kann in der Arbeit sein, in der Familie sein, im Freizeit, im Spaß, in allem. Also in jedem Lebensbereich kann es hier wirklich krachen. Und das muss auch krachen, weil wir haben die Wochenenergie mit Kummer und Schmerz in die Heilung. Und hier haben wir Kummer und Schmerz wegen der Lebensgestaltung, die man hatte. Dass hier Lügen sind, das ist ja der Kummer, aber es ist ein Geschenk. Es ist eine Entscheidung, es als Geschenk zu sehen. Diese Enttäuschung, endlich nicht mehr getäuscht zu werden, annimmt. Ich weiß, das ist nicht einfach, brauchen wir überhaupt nicht reden, das ist alles bloß nicht lustig. So, schauen wir mal. Feier und Spaß in Dankbarkeit. Körper. Und es geht momentan immer alles auf den Körper. Das haben wir auch momentan ganz, ganz häufig, dass man es wirklich körperlich merkt. Das Schöne ist hier, wir haben eine Lösung rundherum. Ist egal, was morgen passiert, die Lösung dürfte auch schon da sein. Natürlich muss man die Lösung annehmen, also auch diese Entscheidung fällen, diese Lösung zu nehmen. Also hier ist wirklich bei einigen richtig Krach. Und bei den anderen, die sich im Hier und Jetzt entschieden haben, diese Lügen als Geschenk zu sehen, die triggern sich da nicht so sehr. Die können hier in die Freude und Dankbarkeit gehen und mit dem Körper seinen Weg gehen. Also das, wir legen jetzt extra nochmal auf den Körper, weil der so dominant in der Mitte liegt und weil der momentan auch so oft kommt. Sagt halt, man spürt das wirklich körperlich, das ist mir schon klar, aber trotzdem möchte ich das gerne aufgedröselt haben. Glück. Online und Manipulation. Also, dein Körper ist ja immer verbunden mit allem. Also, selbst die an Spiritualität oder sowas gar nicht glauben, dessen Körper ist auch mit allem verbunden. Also, wir sind immer alle mit allem verbunden. Und hier
heißt es, dein Körper zeigt dir einfach die Manipulation an. Du kannst froh drüber sein, auch wenn das oft auch Kummer und Schmerz bringt. Denn Schmerzen ist ja so ein Ausdruck, dass irgendwas nicht passt. Und wie innen so außen. Also wenn es innen im Körper kränkelt, Schmerzen da sind, passt auch was im Außen nicht. Das ist immer nicht leicht herauszufinden, das ist mir schon klar, ich weiß das. Aber es bleibt uns im Grunde anders nichts über und der Körper möchte dir den Weg zeigen dadurch. Also der ein oder andere kommt hier wirklich in den Spaß und kann sich wirklich verbinden und kriegt diese Manipulationen, diese Lügen gezeigt. Das heißt, wenn du körperlich spirituell bist, also Yoga, alles was so körperbetont ist, meines Erachtens ist aber auch eine Manipulation, nein, eine Meditation, eine Körpertätigkeit, weil du den Körper komplett runterfahren musst. Du musst dich erstmal wirklich auf den Körper konzentrieren, dass du abschalten kannst. Also ist das auch körperlich. Und da bekommst du wirklich online diese Manipulation gezeigt oder ein Gefühl dafür oder. Und das ist dann auch, kannst du dann auch dankbar annehmen und dann das als Geschenk nehmen. Weil du kannst dich ja entscheiden im Hier und Jetzt, wie du möchtest. Und das ist im legen wir die da hin. Ja. Und das ist jetzt wieder so eine wichtige Karte. Du entscheidest im Hier und Jetzt. Gehst du in den Kummer und Schmerz und Kampf? Oder gehst du hier wirklich in deinen Körper, lässt dir zeigen, nimmst ihn an, wie er ist und kommst hier in dein Glück durch den Körper. Also das momentan geht alles über den Körper. Meines Erachtens muss das so sein, da ja, ich sag dieses, ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll, Aufwachprogramm, dieses Aufsteigen oder wie auch immer, also die Energien, die momentan da sind, ja wirklich alle aufwecken wollen. Und das muss dann über den Körper gehen, denn es gibt ja auch viele Menschen, die nur eine Lebensgestaltung haben und gar nicht so verbunden sind, also nicht dran glauben, dass sie verbunden sind. Auch die müssen das spüren, also muss es über den Körper gehen. Das ist mir, verstehe ich schon. Gut, also entscheide dich hier für das Untere, geh deinen Weg und nimm die Lügen als Geschenk, weil du sie erkennst und du entscheidest, genau. Und diese Entscheidung, auf das wollte ich eigentlich hinaus, das muss aber wirklich eine Entscheidung sein. Nicht, ich hoffe, dass ich das erkenne. Das ist keine Entscheidung, das ist ein Hoffen. Ich glaube, ist keine Entscheidung. Du musst mal das Gefühl herholen, nur dass du mal das erkennst, wenn du jetzt irgendwo einkaufen warst und die Wahl zwischen zwei Dingen hast, die dir wirklich schwer gefallen sind, aber du musstest entscheiden. Wenn du dich dann entschieden hast, dann kommt ein bestimmtes Gefühl und das ist das Gefühl der Entscheidung. Und eine Entscheidung hat unwahrscheinlich Macht. Das ist jedenfalls dieses Gefühl, was du bei einer Entscheidung brauchst, fühlen solltest. Gut, wir kommen zum Energetischen. Hier gibt es wirklich hier Gewitter ohne Ende. Vielleicht gibt es wirklich Gewitter, aber hier ist wirklich eine kräftige Aufrüttel-Energie da, die meines Erachtens wieder mal von beiden Seiten kommt. Also hier ist auch eine Energie, die wirklich in die Aggressionen treibt, die das auch so will. Die andere Energie bringt eben den Schmerz. Beide Energien verfolgen beide verändern, das ist ja eigentlich Blödsinn. Aber es sind momentan zwei Strömungen und ich sehe auch diese zwei Strömungen. Und die eine will, dass du wirklich in den Kummer und Schmerz fällst und die andere will nur, dass du erkennst und entscheidest, was du tun willst. So muss ich sagen, weil das wirklich es ist Krieg. Also das ist spiritueller Krieg, das muss ich, kann ich jetzt gar nicht anders sagen. Da ist auch wieder wie außen wie innen. Wir haben hier auf der Welt momentan lauter Herde und im Kosmos ist es momentan nicht anders mit den Energien. Auf der anderen Seite haben wir auch wirklich hier wieder mal diese Spaßenergien, wieder mal Dankbarkeitsenergien, liebevolle Energien, die aufzeigen, die als Geschenk kommen, die du nur annehmen brauchst. Und das ist auch eine Entscheidung. Denn die Lösung, und das ist das Schöne,
die Lösung für diesen Weg oder auch für den anderen Weg, die ist schon da. Das heißt, diese Lösungsenergie, ich sehe das so, sie legt sich so um alle Energien rum, so sehe ich das, und ich die dringt dann vor allen Seiten in diese andere, in diese Kummer oder und in dieses Problem, in diese dunklere Energie ein, und dadurch kommt die Lösung. So sehe ich das. Das musst du nicht so sehen. Ich will es bloß erklären, wie ich sehe, dass du da eine Vorstellung hast. Ich bin ja gerade dabei, meine Karten hier zu erklären für die, die das kaufen. Viele brauchen das nicht, das ist mir schon klar, aber es ist ein Service, den ich anbieten möchte. Und da sage ich auch immer, jeder kann Energien fühlen und auf gewisse Weise sehen. Es gibt Menschen, die können aus der Tasse lesen. Das ist nichts anderes wie Energien. Die schauen da rein und finden irgendwelche Gebilde, kriegen Eingebungen, nur weil sie in diese Tasse reinschauen. Das ist wie so Kugel. Wie heißt denn diese Kugel? Die Wahrheitskugel, da weißt du schon. Das ist nichts anderes. Das ist eigentlich, eigentlich sind die hellhörig. Sie brauchen bloß dieses Medium dazu. Die wissen es, vielleicht wissen sie es nicht, aber es ist eigentlich so. Und das kann wirklich jeder. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest mal so eine Energie sehen, dann mach's einfach. Und sag, ich fühle mich jetzt spaßig. Ich fühle mich jetzt richtig spaßig und ich habe halt Lust. Ich gehe jetzt bewusst in diese Spaßenergie und ich möchte sie gezeigt bekommen. Und dann kann wirklich sein, dass du eine Puppe siehst, dass du ein Fahrrad siehst, dass du Wolken oder Wasser oder Berge oder keine Ahnung, es kann auch sein, dass du Töne hörst, es kann sein, dass du Farben siehst, es kann alles Mögliche passieren. Aber es wird dir gezeigt, wie du diese Energien erkennen kannst, wie dein Weg ist. Und dann kannst du da natürlich weitermachen, das entwickeln. Und ich merke es ja bei mir, ich habe sie ganz lang immer nur gefühlt und das hat mir eigentlich gereicht. Und seitdem ich das hier mache, seit 2 Jahren, und euch das immer erklären will, möchte ich auch immer Bilder dazu, um das besser erklären zu können. Und ich merke es jetzt, nach 2 Jahren, es ist momentan, es ist mittlerweile, geht es mir wirklich locker von der Hand. Also es geht mir wirklich locker von der Hand, also anders kann ich es nicht mehr sagen. Ich mache die Augen zu und sehe ein Bild. Also das kann man, und das kommt einfach nur vom Üben. Das tue ich jetzt gar nicht mehr. Gut, dann lassen wir das mal so. Also, Lösung liegt auf der Hand. Ist egal, was dir morgen passiert. Es ist eine schwere Luft hier. Es liegt was in der Luft, aber es liegt auch Schönes in der Luft. Du entscheidest, deine Entscheidung, im Hier und Jetzt, wie du es sehen und erleben möchtest. In diesem Sinne sehen wir uns morgen. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir,
wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst für dich selbst. Oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.